Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Heute fast 20 Grad mehr als letzte Woche, dafür aber Regen und alles voller Matsche. Im Hintergrund, man sieht es vielleicht ganz klein, die Mannschaft trainiert auf dem anderen Trainingsplatz. Und ja, einer der letzten Trainingseinheiten in diesem Jahr. Noch ein Testspiel am Donnerstag gegen den VfL Osnabrück. Am Mittwoch wird nochmal trainiert. Ich meine, es wird jeden Tag trainiert, aber für uns öffentlich nochmal trainiert. Aber es neigt sich so langsam das Jahr dem Ende entgegen. Und das Jahr war, ja, es war mit Höhen und Tiefen bespickt. Und wir haben mal Henning Matriciani gefragt, wie er dieses Jahr für sich so persönlich erlebt hat. Was war besonders toll für ihn, was vielleicht besonders schlecht? Wie du schon gesagt hast, sehr ereignisreich, viel erlebt in so kurzer Zeit. Ja, wenn man darüber überlegt, was war der Höhepunkt? Ich glaube, als wir aufgestiegen sind, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, hier gegen St. Pauli. Ja, das sind einfach Momente, die du gerne im Kopf behältst und ja, und auch gerne dran zurückerinnerst. Ja, da muss man sich doch mal vorstellen, vor 2,5 Jahren ungefähr hat Henning Matriciani noch in der Regionalliga bei Lippstadt gespielt und hat einen ganz normalen Beruf ausgeübt, Physiotherapeut. Und ja, wir haben ihn mal gefragt, wie denkt er darüber heute? Ne? Hätte er das jemals für möglich gehalten, dass er als Physiotherapeut heute beim FC Schalke 04 spielt? Nee, eigentlich gar nicht mehr. Also, wie ich auch schon mal erwähnt hatte, eigentlich mir gar nicht dran gedacht, Fußballprofi zu werden. Und dass es jetzt doch so schnell auch geklappt hat, ist ja einfach ein Traum. Und also man hat es natürlich immer, so ein kleiner Traum lebt natürlich immer noch weiter, aber großenteils ja, war das schon eine Geschichte, ja. Ja, Henning Matriciani ist immer noch auf dem Boden geblieben, wird er auch sicherlich bleiben. Ja, gut, man spielt beim FC Schalke 04. Großer Verein, aber man kämpft um den Abstieg und man steht auf Platz 18, man hat 9 Punkte. Ich sage es immer wieder sehr ungern und wiederhole es nur sehr ungern, aber was muss der FC Schalke 04 denn jetzt anders machen als andere Vereine, um die Klasse zu halten, und ist es überhaupt möglich? Na gut, eigentlich ist alles möglich. Ne? Wir werden jetzt, sage ich mal, klar, jetzt ist so langsam Ende, aber dann haben wir auch wieder kurze Pause, neue Kraft zu tanken, und dann geht es natürlich auch im Trainingslager wieder los. Neue Energie zu sammeln für die Rückrunde und fürs neue Jahr. Und ja, da ist natürlich alles drin. Ja, ich glaube, wie wir schon gesagt haben, wir sind der Jäger. Wir nehmen uns dann auch viel vor, geben dann viel mehr Gas und ja, bin gespannt, wie es dann läuft. Ja, vor ein paar Jahren hätte er es noch gar nicht für möglich gehalten, Profifußballer zu werden, und jetzt ist er es. Was hat er denn jetzt für Wünsche? Was sind die großen Wünsche eines Henning Matriciani? Also Träume gibt es immer mehr, und ja, ich sag mal, Stammspieler zu werden in der Bundesliga ist schon ganz schön. Auch ein gestandener Spieler zu werden, immer mehr auch vielleicht die Mannschaft zu führen, und dann sehen wir mal, wo der Weg noch hingeht. Kleines Personalupdate noch. Nach Split gibt es ein paar Ausfälle. Larsson, Hickerin, Schell und Mohr sind nicht mit dabei beim Training. Auch individuell trainiert hat Senfer den Berg. Und ja, gucken wir noch mal hinten auf den Platz. Ansonsten Simon Terodde ist wieder mit dabei und wird sich dann auf das Spiel, das letzte Testspiel in diesem Jahr beim VfL Osnabrück vorbereiten. Ich sehe jetzt fast nichts mehr hier in der Brille, und damit Glück auf aus Gelsenkirchen.